Stand by! 3, 2, 1, suppressing! Good effect on target. Ich hoffe, ihr habt euch nicht erschreckt, aber so muss man ein Video anfangen. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Meine Freunde, wir schauen heute Battlefield 3 an, denn das ist mein Lieblings-Battlefield. Für viele da draußen ist Battlefield 4 eher das Lieblings-Battlefield im Gegensatz zum 3er, aber ich muss sagen, Battlefield 3 hat eine viel bessere Atmosphäre, besseren Sound und auch viel bessere Karten. Und an alle Battlefield 4 Fans, die jetzt verärgert sind nach meiner Aussage, gönnt euch diesen Teaser und dann werdet ihr anders über das Spiel denken. Battlefield 3, was für eine geile Zeit. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wo ich wirklich anfangen soll, positiv über das Spiel zu sprechen. Natürlich hatte das Spiel auch Nachteile, wie zum Beispiel Glitches oder Fehler. Aber Battlefield 3 war an sich so geil zu spielen und man hat wirklich gedacht, wow, ich habe hier wirklich ein erwachsenes Battlefield in der Hand und nicht so ein Battlefield 2042, wo er auf Call of Duty oder Fortnite macht. Nein, es ist ein erwachsenes Battlefield, ein erwachsener Shooter mit wirklich Gewaltszenen, aber auch actionreiche Szenen sowie Comedy gemischt und das hat's ausgemacht. Battlefield 3 hatte auch einen Premium Pass. Wie in Battlefield 1 Video erwähnt, gab es auch hier DLCs, wo das Spiel mit Content versorgt hat. Regelmäßig in 3 Monaten Zyklus haben wir neue Karten, Waffen, Fahrzeuge etc. bekommen und das hat natürlich nochmal zusätzlich den Reiz ausgemacht, dieses Spiel zu spielen. Hierbei gab es zum Beispiel das erste DLC, das nannte sich Back to Kakant. Bedeutet, in diesem DLC konnte man 4 Karten aus älteren Battlefield-Teilen in neuer Grafik erleben. Dieses DLC war von Grund aus schon kostenlos für alle Spieler für Battlefield 3 und das war großartig. Bedeutet 4 kostenlose weitere Karten wie Fahrzeuge, Waffen und mehr. Dann kam ein DLC, das nannte sich Close Quarters. Das bezog sich lieber auf Call of Duty, bedeutet keine Fahrzeuge, nur Infanterie-Action auf kleinen Karten und das war großartig und geil und hierbei gab es auch noch mehr Effekte mit zum Beispiel Kleinigkeiten, wenn man einen Bürotisch oder zum Beispiel einen Spiegel kaputt schießt, dass das halt überall herumfliegt und zersplittert. Das sah nicht nur gut aus, das war auch spielerisch einfach unglaublich, denn so konnte man zum Beispiel den Gegner die Sicht wegnehmen für kurze Zeit, was schon was ausgemacht hat. Und dann gab es natürlich auch noch die restlichen DLC wie Armored Kill, Aftermath oder Endgame. Und ich muss sagen, ich vermisse das Spiel immer mehr und wenn ich mir diese ganzen Sachen jetzt gerade beim Videoschneiden anschaue, bekomme ich richtig Bock, das Spiel zu starten. Und versteht mich nicht falsch, Battlefield 4 fand ich auch großartig, aber irgendwie hatte Battlefield 3 seinen eigenen Reiz. Und es ist immer brutal schwer, über so ein Video Leuten zu zeigen, warum Battlefield 3 besser ist als Battlefield 4. Dafür muss man das Spiel einfach selber mal ausprobieren, denn selber Erfahrung sammeln bringt am meisten, als immer solche Videos anzugucken, wie andere Leute ein Battlefield finden. Selber ausprobieren, das Spiel kaufen, es kostet bestimmt bei Origin oder wie gesagt bei Steam nicht mehr viel Geld, 10 oder 20 Euro, dann kriegt ihr das Spiel plus Premium nochmal 10 Euro und es gibt genug Server auf dem PC, auf der PlayStation eher weniger, aber auf dem PC auf jeden Fall und ich rate es auf jeden Fall jeden, probiert es einfach selber aus, denn es macht echt Spaß und die Atmosphäre und wie die Sounds gefallen mir extrem gut in diesem Spiel und das halt ein Tick mehr als in Battlefield 4. Aber wie gesagt, das ist alles nur meine Meinung. Natürlich gibt es hierbei unterschiedliche Meinungen und das ist auch gut so, sonst wäre die Welt ja ganz schön langweilig, wenn wirklich nur alle das gleiche Spiel spielen würden. Eine Sache, die ich auf jeden Fall bestätigen kann, warum ich Battlefield 3 damals wirklich toll fand, war auch, dass sie halt die Option drin hatten, eine Koop-Kampagne mit einzufügen. Bedeutet, es gab 6 einzelne Missionen, die unabhängig der Kampagne gelaufen sind und dabei konnte man mit einem weiteren Spieler im Koop
die ganzen Kampagnenmissionen bestreiten. Und das fand ich unglaublich spannend und so geil, solche Koop-Kampagnen mit seinen Freunden zu zocken, dass ich Battlefield 3 auf jeden Fall geholt habe. Also Leute, wenn ihr es noch nicht wusstet, Battlefield 3 besitzt eine Koop-Kampagne mit 6 Missionen und in diesen Koop-Kampagnen könnt ihr auch Waffen für den Multiplayer freischalten. Also es lohnt sich auf jeden Fall da auch vorbeizuschauen. Und die Kampagne ist, wie gesagt, unglaublich. Leute, bevor ihr abschaltet, eine wichtige Information. Und zwar werde ich ab dem 30. Juli bis zum 28. August nicht mehr verfügbar sein auf YouTube. Bedeutet, ich bin in dieser Zeit in Kroatien mit meiner Familie. Somit ist es mir nicht möglich, unten Videos zu machen, denn ich habe weder ein PC, weder ein Schneideprogramm, um das zu tätigen. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, dass ich in diesen 4 Wochen kaum Videos hochlade, sowie fast keine. Und ich werde auch relativ inaktiv sein, was bezüglich Battlefield ist. Denn wie gesagt, ich kann keine Videos hochladen. Was ich machen kann, ist meine PlayStation 5 mit nach unten zu nehmen und auf jeden Fall 2.1 Update für Battlefield 2042 im August auch auszuprobieren und dann ein Handy-Livestream zu starten, um dort mit euch darüber diskutieren zu können, was jetzt gut ist an dem Update und was nicht. Das ist möglich, aber sonst müsst ihr wie gesagt warten, bis ich zurück bin und dann kann ich erst wieder wirklich aktiv durchstarten mit Battlefield. Ich hoffe, ihr könnt mir hierbei verzeihen und ich hoffe natürlich, dass ihr auch am Ball bleibt und nicht gleich deabonniert und weg von mir geht. Das wäre nicht so schön. Ansonsten sehen wir uns wie gesagt erst spätestens am 28. August wieder und sonst halt in den Livestreams, die ich halt unten starten werde. Ansonsten bedanke ich mich herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, das Video ist jetzt ziemlich kurz, denn ich muss noch meine Koffer packen, ich muss noch Wohnung putzen, ich muss noch einiges erledigen, bevor wir in 2 Tagen losfahren. Also ich bitte euch hierbei um Verständnis. Ansonsten, wie gesagt, auf jeden Fall vorbeischauen bei Battlefield 3 lohnt sich, ist eine Kaufempfehlung und solltet einfach euch eine eigene Meinung bilden. Ansonsten gebe ich Fabian das letzte Wort, denn er weiß, was jetzt passiert. Wir erinnern uns. In der Kampagne von Battlefield 3 gibt's irgendwann ein großes Erdbeben, der Held kriegt ein Haus auf den Kopf und dann ist erstmal Ruhe.